alle fit, außer Manuel im Baum, der ja sich die Achillessehne gerissen hat Anfang der Woche und bei dem die OP jetzt gestern gut verlaufen ist, also so wie man sich das Ganze wünscht. Klar ist es so, dass das eine heftige Verletzung ist, Achillessehnenriss. Also man muss eben von einer ja, monatelangen Ausfallzeit ausgehen. Genaueres müsste ich dann auch nochmal abklären mit den Medizinern oder sicherlich dann auch wichtig, wie die OP dann oder wie das dann nach der OP auf den Bildern aussieht, was dann vielleicht auch in dem Moment, wo du das dann operierst, erstmal sichtbar wird und was alles gemacht werden muss. Aber es ist halt eine monatelange Ausfallzeit und es wird sicherlich auch nicht so sein, dass er jetzt zu Beginn der Vorbereitung wieder da ist. Also das wird lange dauern bei ihm und insofern ist das natürlich für ihn persönlich in erster Linie, natürlich auch für uns, aber in erster Linie für ihn persönlich total bitter und trotzdem ist er halt ein taffer Junge und jemand, der, ja, glaube ich, sehr optimistisch an die Dinge auch rangeht, sehr positiv ist. Das ist ja auch das, was er auch immer in der Kabine zeigt, dass er eben positiv ist, Teamplayer ist. Und jetzt ist es eben halt auch so, dass er den Blick nach vorne gewendet hat und ab jetzt läuft die Zeit für ihn rückwärts zu dem Moment, an dem er dann wieder auf dem Platz steht und dabei wollen wir ihn bestmöglich unterstützen. Und den ersten Schritt hat er dann gemacht, indem die OP jetzt gut verlaufen ist und dann ja, werden wir ihn so unterstützen, dass er möglichst schnell wieder auf dem Platz steht, wenngleich das eben jetzt natürlich eine schwierige Zeit und lange Zeit auch für ihn wird.